Ich würde sagen, wir starten los und ich heiße euch ganz herzlich willkommen heute zu unserem vierten Know-how-Event zum Thema der männlichen Allies für Diversität in der Arbeitswelt und welche Rolle sie darin spielen. Und freue mich ganz besonders, dass ihr es trotz technischer Anfangsstartschwierigkeiten zu uns geschafft habt. Mein Name ist Anne-Christine Braun. Ich bin Marketing Lead beim Zollhof und ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute mit drei super Gästen und Gästinnen und heute mal mit einem neuen Setup, denn ich darf auch mit einer wunderbaren Co-Hostin heute den Abend moderieren oder den späten Nachmittag und das ist die liebe Sabine. Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es freut mich sehr, dass ihr alle den Weg schon hergefunden habt. Ich hoffe, dass jetzt noch ein paar dazukommen, wo wir vielleicht die technischen Probleme noch lösen können. Und freue mich sehr, dass ihr alle Interesse an dem Thema habt. Ich würde kurz zwei Sätze zu mir kurz sagen. Mein Name ist Sabine Herbert. Ich habe letztes Jahr den feministischen Think Tank AMI gegründet. Der beschäftigt sich mit Geschlechtergleichstellung und Vielfalt in der Arbeitswelt. In dem Zug habe ich auch einen Podcast ins Leben gerufen, der sich auch mit den Themen Feminismus und Arbeit beschäftigt. Ich arbeite außerdem als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Hochschule in Nürnberg und betreue da ein Projekt, das ich initiiert habe, das mehr Sichtbarkeit für Frauen in der Wissenschaft erzeugen soll. Und nebenbei mache ich noch meinen Master im Bereich Gender Studies und Soziologie. Genau. Ja, die Idee zu unserem Thema ist entstanden, als Sabine und ich uns darüber unterhalten haben, dass im Prinzip es ja so ist, dass die meisten Initiativen rund um die Themen Diversität, Gleichstellung und Gleichwertigkeit sich ganz speziell an Frauen richten und auch sie sind, die sich im öffentlichen Diskurs einbringen, also auf Panels sitzen oder auf Social Media kommentieren zu den Themen. Also es ist ein ja, sehr frauenbestimmtes Thema ist. Allerdings ist es so, dass eine wirkliche Veränderung, die auch nachhaltig wirken kann, nur mit allen gemeinsam erreicht werden können. Das heißt, wir müssen und wollen die Männer da mitnehmen und deswegen darf es nicht so sein, dass die Männer im Diskurs quasi so ein bisschen unsichtbar bleiben, fast bis auf wenige Ausnahmen. Deswegen haben wir es uns heute Abend zum Ziel gesetzt, ganz unterschiedliche Perspektiven auch zum Thema zu Wort kommen zu lassen. Und so freue ich mich auf, wie gesagt, drei ganz unterschiedliche, aber alle drei sehr spannende Gäste. Und der erste von ihnen ist Kau. Kau, wir kennen uns schon länger durch das Zollhof-Ökosystem, aber tatsächlich ist es so, dass wir bisher immer aus einem ganz anderen Grund in Kontakt waren, nämlich weil du bei einem Mobility-Startup aktuell arbeitest und das war immer so unser Link. Und dann habe ich vor einiger Zeit gesehen, dass du auf LinkedIn dich immer mehr offen positionierst zu Themen rund um Gleichstellung und mehr Diversität in der Arbeitswelt, so dass du im Prinzip das Paradebeispiel bist von so einem Male Ally. Und ich habe gedacht, du musst unbedingt heute Abend dabei sein. Aber erzähl uns gerne aus deiner Perspektive, was du machst, Kau. Ja, gerne. Ob ich das Paradebeispiel bin, weiß ich nicht. Die Beurteilung überlasse ich euch. Mein Name ist Kaudermann Mahadevan. Man sieht, ist ein bisschen kompliziert geschrieben. Deswegen gerne einfach Kau nennen. Ich bin derzeit als Head of Business Development im Startup Smart City System tätig. Dort sind wir seit 2017, seit der Gründung auf jetzt knapp über 40 Mitarbeiterinnen angewachsen. Und auch da war Diversity auch intern ein Thema, zumindest für mich, wo ich das auch reingetragen hatte. Und ich habe auch schon unterschiedliche Stationen gehabt in anderen Startups, auch in Corporates. Und auch dort war das für mich immer ein Thema, wo ich mit reingenommen hatte in die Gespräche mit den Teams. Und ja, dementsprechend ist das Thema für mich nicht ganz neu. Und auf LinkedIn habe ich dementsprechend auch eine, oder beziehungsweise nach außen hin habe ich auch eine bestimmte Position diesbezüglich. Ja, unsere
zweite Gästin, die wir heute begrüßen dürfen, ist Julia Kümper. Julia und ich, wir haben uns in einem gemeinsamen Projekt, in dem ehrenamtlichen Projekt kennengelernt. Und das spricht auch schon ganz gut für sie, weil Julia engagiert sich sehr, sehr vielfältig. Außerdem ist sie Gründerin und Geschäftsführerin der Matchwatch GmbH. Sie ist die Geschäftsführerin der Venture Villa GmbH und ganz frisch die Gründerin von Vontreneurs. Seit ihrem Studium beschäftigt sie sich und setzt sich für die Themen Inklusion, Diversität und Partizipation ein. Und ganz besonders toll daran finde ich, dass sie das Thema Gleichberechtigung auch nicht nur aus der Gender-Perspektive betrachtet, sondern aus sehr vielfältigen Perspektiven und sehr inklusiv das Ganze denkt. Aber vielleicht möchte sie uns da noch selber ein paar Worte dazu sagen. Herzlich willkommen, Julia. Ja, vielen Dank für die einführenden Worte, die schon eigentlich sehr umfassend waren. Ich freue mich einfach darauf, heute tatsächlich mit Männern auch ins Gespräch zu kommen, weil auch ich diese Erfahrung eben teilen kann, dass es häufig wirklich Frauen sind, die sich engagieren, zumindest wenn wir in diesem binären Geschlechtsmodell bleiben. Und ich mich einfach freue, heute Abend weitere Perspektiven auch selber zu hören, kennenzulernen und dann auch in den Austausch zu gehen. Man hört dich noch nicht, Anne? Der Klassiker. Jetzt hört ihr mich. Unser dritter Gast ist Christian. Christian Berger kommt aus Wien heute zu uns. Und ich verfolge Christians Arbeit, seitdem er sich engagiert hat für das Frauenvolksbegehren in Österreich und einer der Sprecher und Sprecherinnen dort war. Allerdings ist Christian genauso ein Tausendsasser wie auch Julia oder Kau und hat ganz unterschiedliche Aufgaben und Positionen. Deswegen, Christian, erzähl uns gerne mit deinen eigenen Worten, wer du bist und was du alles tust. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung von meiner Seite. Schöne Grüße aus Wien in die Runde. Ich nehme an, es sind mehrheitlich Kolleginnen aus Deutschland hier. Das freut mich. Das ist auch eine notwendige Erweiterung über Landesgrenzen hinweg. Wir sind ja bei einem Thema, bei einer Herausforderung, das ohnehin keine Landesgrenzen kennt. Wir sind ja bei einem globalen Problem der Geschlechterungleichheit. Einem Problem, das auch keine Ebenen, Grenzen kennt, wenn man so will. Ich beschäftige mich mit Gender Equality tatsächlich auf allen Ebenen, auf der Mikroebene, auf der Mesoebene und auf der Makroebene. Ich bin tätig als Berater für Unternehmen und auch Organisationen in allen Fragen des Gender Equality Managements, der Change-Beratung, wenn man so will. Das ist etwas, das ich begrifflich nie so darstelle, aber natürlich ist es das. Da geht es vor allem auch um die Analyse, um die De- und Rekonstruktion von Prozessen, von Einstellung bzw. HR bis hin eben zu Kompensation, Lohntransparenz und Fragen von gleicher Teilhabe. Zum anderen bin ich auch in der österreichischen Arbeiterkammer beschäftigt. Das ist die Interessensvertretung aller österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie auch aller KonsumentInnen. Dort im wirtschaftspolitischen Bereich mit Fragen von Strukturwandel, auch Industriepolitik befasst. Und das ist nicht zuletzt ein politisches Gebiet, sowie ja die gesamte Ökonomie, in der vor allem der Markt, vor allem die Marktökonomie im Zentrum steht und Fragen von Care, von unbezahlter Arbeit, von klassischer Weise weiblicher Arbeit aus dem Bereich des bezahlten verbannter Arbeit selten thematisiert wird, rein reklamiert werden muss. Und nebenher engagiere ich mich, wie Anne schon eingangs dargestellt hat, auch gesellschaftspolitisch. Ich bringe mich in öffentliche Debatten ein. Ich war Teil der Initiative Frauenvolksbegehren, habe dort auch im österreichischen Nationalrat, das ist unser Bundestag, die umfassenden Forderungen, das waren 9 Forderungen, über 30 Unterpunkte vertreten, diskutiert, gemeinsam mit den Kolleginnen, mit den Aktivistinnen, die auch selbst in dieser Ausschusssitzung zugegen waren. Das war ein sehr schöner, kämpferischer, feministischer Moment. Und freue mich auch darauf, über die diversen Dimensionen von Gender Equality
über die Zuständigkeitsverhältnisse, wenn man so will, für dieses Thema über Geschlechtergrenzen hinweg heute zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank, Christian. Und bevor wir loslegen mit der ersten Frage, vor allen Dingen an Julia Kau und Christian, was glaubt ihr denn, wie viele Männer haben sich angemeldet für unsere Veranstaltung heute Abend oder zumindest Personen, die aufgrund ihres Vornamens darauf schließen lassen, dass sie Männer sind, sagen wir so. Was schätzt ihr? 20%, ich bin optimistisch. Ich hätte 30% gesagt, weil 25. Mail im Titel vorkommt. Julia hat genau recht, das sind exakt 30%, ja. Und damit tatsächlich kann ich sagen, schon einige mehr, als wenn wir sonst zu diesem Thema Veranstaltungen machen, was mich sehr freut. Somit haben wir das schon mal geklärt. Wir haben auch gesehen im Mentimeter, Männermeinungen sind heute gefragt, also wollen wir gar nicht lange drumherum reden und euch direkt die erste Frage stellen. Und zwar, Christian, an dich. Wo würdest du sagen, wo stehen wir aktuell in Sachen Vielfalt und Gleichstellung? Und ich glaube, dass sich Deutschland und Österreich da wahrscheinlich relativ ähnlich sind. Ja, danke eingangs für die Frage. Was ich nicht erwähnt habe, ist, dass ich auch auf der österreichischen Wirtschaftsuniversität tätig bin und mich auch mit Fragen von Gleichstellung bzw. sozialer Ungleichheit wissenschaftlich befasse. Ich werde dennoch diese Antwort jetzt nicht wissenschaftlich geben, weil natürlich wäre hier ganz stark zu thematisieren, auch anhand von Zahlen, aber Zahlen sind weniger relevant als die Relationen, dass natürlich aufgrund der Corona-Pandemie, aber auch schon der davor bestehenden massiven Ungleichverteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und auch von der massiv divergierenden Bewertung von typisch weiblicher und typisch männlicher Arbeit, die Dinge nicht gut stehen, weder in der Verteilung noch in der Bewertung von Arbeit. Und ich glaube, deine Frage zielt primär auf die Arbeitswelt ab, wobei man natürlich auch über die Kulturindustrie sprechen könnte, wo in der Werbung, wo in Filmen etc. Stereotype trotz einer, wenn man so will, rhetorischen Modernisierung nach wie vor subtil, weniger subtil präsent sind oder in der Politik, man denke an Trump, man denke an vergleichbare, unter Anführungszeichen starke Männer, die ja Sexismus auch in einer plakativen Form wieder sehr salonfähig gemacht haben. Das sind Ebenen, die sind für uns alle relevant, weil sie alle ineinander wirken und gar nicht zu trennen sind, wenn es um Fragen von Verteilung und Bewertung von Arbeit geht. Ich würde sagen, es steht wie auch in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, wir beginnen jetzt, würde ich sagen, im 18. Jahrhundert, wo der Haushalt seine heutige Form angenommen hat, in unserer politischen Ökonomie, also der Haushalt, der Ort wurde, wo unbezahlt gearbeitet wurde, im Gegensatz zur Öffentlichkeit, wo der Markt war und wo Männer waren und nur da, wo öffentlich gearbeitet wurde, wurde bezahlt und hatte Arbeit Wert, wurde Wert produziert. Und seit dieser Spaltung, die ganz wesentlich ist für die heutige, haben wir natürlich auch Versuche, Bemühungen, ich muss das natürlich abkürzen, weil mein Statement ist jetzt kein Statement, das einleitet zum Vortrag, diese Ungleichverhältnisse zu minimieren. Wir haben verfassungsrechtliche Gebote der Gleichbehandlung, wir haben Antidiskriminierungsrichtlinien auf europäischer Ebene, die Gebote, gleichen Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit zu bezahlen, gehören zum Kernbestand europäischen Rechts nicht zuletzt. Und dennoch haben wir, wenn ich Österreich, Deutschland, ich würde sagen Europa jetzt über einen Kamm scheren darf, trotz all dieser Bemühungen in etwa die Verhältnisse, dass 80% des unselbstständigen Arbeitseinkommens Einkommen ist, das Männer erhalten und Vermögen zu 50-60% in der Verfügungsmacht von Männern steht, Kapital zu über 90%. Wir haben, wenn wir das auch ganz breit ausdrücken wollen, eine Epidemie sexueller Belästigung, von Gewalt in unterschiedlichen Ausprägungen am Arbeitsplatz, von sexistischen Zuweisungen, von vertikaler und horizontaler Segregation,
wenn wir über die vertikale Segregation sprechen, also die Verteilung von Entscheidungspositionen in Unternehmen, dann können wir auf europäischer Ebene sagen, das sind Daten der Europäischen Statistikbehörde, dass 95% aller Top-Management-Positionen in männlicher Hand sind. Das heißt, in Sachen Gleichstellung und Diversität stehen wir rhetorisch sehr gut und auch rechtlich sehr gut. Wir wollen uns als gleichgestellt begreifen und das tun wir auch in der Selbstwahrnehmung. Die materiellen Verhältnisse sprechen aber eine ganz andere Sprache und in der Weise, wie diese Krise bewältigt wird, was erwartet wird an Zuständigkeit für unbezahlte Arbeit, für Zurückgehen aus Arbeitsverhältnissen, an Bildern, an Sprache, die produziert wird. In Österreich beispielsweise haben wir 4 Minister, die alle wesentlichen Pressekonferenzen, die sich mit der Krise und ihrer Bewältigung betreffen, und es sind 4 Männer, ich habe bewusst nicht Ministerinnen gesagt, weil es 4 Männer sind. Also in all diesen Bereichen und an dieser Krisenbewältigung zeigt sich nicht zuletzt, dass diese materiellen Verhältnisse im Zweifel, wenn es darum geht, die Gesellschaft am Laufen zu halten, durchschlagen. Das heißt, wir stehen nicht unbedingt gut, wenn man auf die Realität blickt. Danke dir, Christian. Julia, Kau, ihr habt den Blick, die Startup-Brille auch auf. Wie schätzt ihr die Situation da ein? Julia, du vielleicht zuerst. Komplex. Also ich glaube, das hat auch gerade schon das Statement von Christian gezeigt. Ja, es gibt halt so viele Facetten und aus meiner Sicht auch eigentlich gar nicht voneinander zu trennen. Es fängt irgendwie mit Bildung, Erziehung, Sozialisation an und hört dann mit Manifestierung im Wirtschaftswesen auf. So. Und mein Gefühl, was sich so im Moment immer mehr verstärkt, ist, dass es eben in dem Venture Capital Startup Bereich nochmal einfach wie so unter einem Brennglas sichtbar wird, weil da kommt dann auch das von Christian wieder mit rein, mehr als 90% des Kapitals eben von Männern verteilt werden und das dadurch einfach nochmal eine ganz andere Gewichtung hat in diesem System und da einfach sehr, sehr deutlich wird, welche verschiedenen Barrieren es da gibt, die einfach auch systemisch bedingt sind und wo dann immer ganz oft so dieses Fass aufgemacht wird, so ja, alle anderen müssen einfach nur mutiger sein. Wo man sich dann immer fragen kann, okay, aber warum müssen die mutiger sein als die anderen? Also ich höre immer ganz oft, ja, die Frauen sind nicht mutig genug, um zu gründen. Und ich denke mir dann immer so, ja, hat sich irgendwer mal angeguckt, wo die Messlatte ist. Also wenn wir vergleichen, irgendwie so der normale Gründer, wenn ich jetzt so ein Klischee aufmachen würde, den wir aktuell häufig auch auf Fotos sehen, welche Messlatte an Mut braucht der denn eigentlich? Und was braucht eigentlich die Frau im Vergleich dazu an Mut? Wo ist da die Messlatte? Welche Rahmenbedingungen muss sie eigentlich alle irgendwie berücksichtigen? Und das fängt auch schon wieder an mit sozialer Erwartungshaltung. Traue ich einer Frau überhaupt zu als Gesellschaft und gestehe ich ihr das zu, dass sie gründet und dass sie halt dazu überhaupt die Fähigkeiten mitbringt? Aber Kau, ergänzt da gerne nochmal. Ja, du hast eigentlich ziemlich viel, alles gesagt. Also für mich, gerade aus Erfahrung heraus, wenn ich überlege, im ersten Startup, wo ich mitgearbeitet habe, 2014, Future Inc., ein studentisches Ingenieurbüro, haben wir an der Technischen Fakultät in Erlangen-Nürnberg gegründet. Waren in dem ersten Kernteam, da waren wir so 10 Personen, waren wir alles Männer. Hat natürlich auch systemische Gründe. Die TechFAC hat einen sehr hohen Anteil an Männern und männlichen Studierenden, die dort studieren, technische Studiengänge. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich damals schon gefragt, okay, warum ist das so? Warum erreichen wir mit unserer Initiative nicht, dass auch Frauen sich in unserem Startup mit beteiligen? Lag unter anderem auch an uns,
natürlich. Also es gibt da verschiedene, ich habe für mich zumindest mir die Antwort zurechtgelegt, weil ich es mir so rational nicht erklären konnte. Wir waren alle in unserer Bubble, in unserer männlichen Studienkollegen-Bubble und haben uns halt dadurch dann unser Startup aufgebaut. Tatsächlich nach einem Jahr kamen tatsächlich dann endlich Frauen in unser Team, was uns extrem bereichert hat. Wir hatten so viele Projekte, dass wir dann wirklich dann auch einigermaßen divers aufgestellt waren, obwohl wir dann immer noch einen hohen Männeranteil hatten. Bei Smart City System war es ähnlich. Das ist auch ein Tech-Startup. Auch dort ist es so, dass wir gerade als wir 2019 sehr stark gewachsen sind, bestimmt bis zum 20. Mitarbeiter, ich sage bewusst Mitarbeiter, alles Männer waren. Wir konnten damals beim Anstellen natürlich nicht direkt auswählen, weil wir natürlich alles im Freundeskreis gefischt haben, natürlich die Leute, die dann uns geholfen haben. Inzwischen haben wir allerdings Frauen in unserem Team. Unsere Head of IT ist eine Frau, unsere Head of Marketing ist eine Frau. Bei mir im Team, mein BizDev-Team, sind 50% Frauen, 50% Männer. Und das ging allerdings erst nur dann, als wir das bewusst immer wieder auch uns das auch intern auch gesagt haben, hey, wir sind so viele Männer, lass uns auch aktiv auf die Frauen zugehen und auch in die Teams reinholen. Das ist für mich eine Frage, gerade ich kann natürlich nur aus der Tech-Startup-Brille jetzt schauen, ist für mich die Frage, warum ist das so und warum warum kriegen wir keine Gründerkultur in Deutschland hin, wo zumindest der Anteil der Frauen einen signifikanten Anteil hat. Der ist ja nicht hoch, also der ist ja wirklich gering. Und auch der Anteil an Business Angels oder an VCs, die auch investieren, wenn man dort sich die Diversität anschaut, also das sind ja größtenteils nur Männer. Also wenn man sich die Business Angels anschaut, man muss sich nur mal die Datenbank der Business Angels reinschauen, man sieht einen Mann nach dem anderen, aber Frauen sind da extrem unterrepräsentiert. Und da ist für mich die Frage, okay, ist es ein strukturelles Problem? Ist es etwas, wo wir vielleicht auch aus der Gesellschaft heraus auch mehr tun müssen, dass auch Frauen vor allem bereits in der Schule dazu motiviert werden, eigenständig Sachen dann auch umzusetzen? Ich bin Optimist. Ich glaube, in 20, 30 Jahren werden wir denken, was zur Hölle war damals los? Kennen wir heutzutage so gar nicht. Aber ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir eben solche Formate wie jetzt auch aufsetzen und darüber auch sprechen und dann natürlich auch in unseren jeweiligen Instituten dann auch aktiv angehen. Ja, vielen Dank euch allen für die Ausführungen. Es gibt ja jetzt schon ganz viele Initiativen, die sich irgendwie darum bemühen, Frauen mehr in diese Positionen zu bringen und da mehr Sichtbarkeit auch für das Thema zu schaffen, Coachings für Frauen anbieten, extra Gründerinnen-Coachings oder Frauen irgendwie bevorzugen. Ich glaube, dafür ist schon irgendwie eine Sensibilität auch da. Allerdings ist es ja so, dass, wie wir ja gerade auch schon gesagt haben, die Macht, das Kapital, sehr viele Privilegien aktuell eben bei den Männern kumuliert sind. Also die Männer, das kann man nicht verschweigen, sind in unserer Gesellschaft in der privilegierten Position. Welche Motivation sollten Männer jetzt haben, sich überhaupt dafür einzusetzen für das Thema? Also zu sagen, ich werde ein Ally, ich empfinde Gleichberechtigung als wichtig und ich möchte mich dafür engagieren in meinem Ökosystem, in meiner Organisation, damit wir dahin kommen. Weil sie würden ja, plump gesagt, Privilegien vielleicht sogar aufgeben, müssten Macht teilen. Julia, was würdest denn du dazu sagen? Was könnte ein Motivationsgrund überhaupt sein? Gerechtigkeitssinn. Also ich glaube, es ist halt so, also zum einen ist es Ungerechtigkeit, ja, nicht nur in Bezug auf Geschlechter, sondern ich glaube in ganz vielen Bezügen, ganz viele Privilegien, die wir mit und mit gesamtgesellschaftlich noch viel stärker abbauen müssen, und uns sehr bewusst machen müssen,
Und dann ist es, glaube ich, im zweiten Schritt eher so die Frage, was wollen wir denn eigentlich auch als Gesellschaft wieder, ja? Wollen wir eigentlich das, wie gerade Wirtschaft, Kapitalismus, Leben, Gesellschaft funktioniert? Ist es überhaupt gut so oder müssen wir nicht da auch über Alternativen nachdenken? Und was immer so ein bisschen ja mitschwingt, ist, wir müssen jetzt was an den Frauen tun, ja? Also wir müssen jetzt irgendwie den Frauen helfen, dass die besser werden, wo ich ehrlich gesagt immer schon so ein bisschen Angst bekomme, weil aus meiner Sicht brauchen die Frauen keine Hilfe, ja? Wer Hilfe braucht, ist das System als solches. Das braucht den Spiegel, da brauchen auch die Männer den Spiegel. Die brauchen auch so dieses reflektierende Momentum, so hier, mach dir erstmal klar, was das für dich bedeutet. Das fängt an mit irgendwie nachts alleine unterwegs sein als Mann oder Frau und hört damit auf, was für Bilder habe ich im Kopf, wer bereitet das Abendessen für die Kinder zu. Und ich glaube, da ist einfach ganz viel Arbeit vor uns und gar nicht so viel Arbeit an Frauen vor uns, sondern eher Bewusstseinsveränderung dafür, wie wir eigentlich zum Beispiel Erfolg definieren, wie wir gutes Arbeiten definieren, wie wir Rahmenbedingungen schaffen, dass Frauen überhaupt in dieses System möchten. Also das, was Kau auch gesagt hat, ne? Warum finden wir keine Frauen in so frühen Phasen für unser Start-up? Naja, weil halt Frauen wieder in größeren Unsicherheiten gefangen sind. Ja, also viel mehr darauf angewiesen sind, dass sie ein regelmäßiges Einkommen haben im Sinne von Absicherung und Sicherheitsnetze. Ist für Frauen viel schneller an die gläserne Decke geht und sie die Erfahrung im Wirtschaftsleben gemacht haben, dass sie benachteiligt werden und ihnen Grenzen aufgesetzt werden oder auferlegt werden. Und ich glaube, da müssen wir viel stärker noch alle irgendwie ran zu verstehen, es sind nicht die Frauen, also stop fixing women und guckt euch das System an. So. Sabine, jetzt bist du noch auf Mute. Ja, das kann ich nur so unterschreiben, Julia, und vielen Dank für die Ausführung. Jetzt würde es mich auch mal sehr aus der Perspektive von einem Mann, der sich schon einsetzt. Christian, möchtest du vielleicht noch was dazu sagen, was du denkst, was die Motivation für Männer ist oder auch aus deiner eigenen Erfahrung sprechen, was deine Motivation denn ist, überhaupt in dieses Thema einzusteigen und dich dafür einzusetzen? Also ich möchte eigentlich, ja, Julia, in jedem Punkt beipflichten, dass ich teile alles, was sie gesagt hat in Bezug auf Gerechtigkeit. Es ist ein basaler Gerechtigkeitssinn, der hier eigentlich angesprochen ist. Es ist gar nicht, das sind gar keine großen moralphilosophischen Debatten, sondern ganz basale Fragen. Und zusätzlich auch noch die Defizitperspektive, die Julia beschrieben hat im Fixing the Women Approach, den es ja tatsächlich gibt und der ja durchaus mit den Förderprogrammen, den Mentoring-Programmen und so weiter einhergeht und deswegen diese Initiativen, so gut gemeint sie auch sein mögen, auch immer mit einer gewissen Defizitperspektive belastet. Und man muss ja auch sagen, es gibt aus der Gender- und auch Organisationsforschung seit den 80er Jahren Erkenntnisse, dass diese Fix the Women Approaches relativ wirkungslos sind. Das heißt, selbst wenn man es effektiv betrachtet und man eine Humankapitalperspektive einnehmen würde, selbst dann würde man wohl zu dem Schluss kommen, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber die Frage war ja, was mich motiviert, beziehungsweise warum ich mich einbringe. Und ich finde Debatten, die sich zu sehr an der eigenen Person festmachen, immer schwierig. Und ich komme ja aus der Wissenschaft und das ist gleichzeitig auch, sind Gebiete, in denen ich professionell tätig bin. Aber ich kann sozusagen der Mehrheit aller Männer bestätigen, aus dieser Perspektive, dass dieses System nicht zu ihren unbedingten Gunsten funktioniert, denn dieses System, das wir Patriarchat nennen, es sollte auch ausgesprochen werden, hat einen gewissen Idealtypus von Mann, konkurrenzorientiert, relativ emotionsfrei, sozial nicht gebunden, sehr sozusagen geistorientiert und gleichzeitig körperfixiert und heterosexuell fixiert noch zudem und so weiter und so fort.
ist ein Idealtypus, dem die meisten Männer weder entsprechen und die meisten auch gar nicht wirklich entsprechen wollen. Und die, die es versuchen, die scheitern. Und deswegen haben ja Männer nicht zuletzt viele der Probleme, die mit Geschlecht verbunden sind, aber so selten thematisiert werden, Suchtprobleme, auch Gewaltprobleme sind ja letztlich regressive Reaktionen auf entweder Kommunikationsunfähigkeit, auf Abwehr weiblicher Sexualität und so weiter und so fort. Ich möchte da nicht so sehr in diese psychoanalytischen Erklärungen gehen, aber die haben etwas für sich. Und auch Probleme von Verschuldung, Probleme von der fehlenden Möglichkeit, eigene Emotionen nicht nur zu erkennen, sondern auch verarbeiten zu können. Auch das ist etwas, das Männer im Patriarchat durchaus deprivilegiert, wenn man so will, aber oder zumindest nicht unbedingt zugutekommt, wenn wir es so sagen wollen. Aber strukturell natürlich verschafft es dieser Gruppe einen Vorteil. Die Gruppe ist aber nicht so homogen, wie man annimmt, und die Gruppe profitiert von einem Idealtypus, dem die meisten nicht entsprechen, natürlich auch nicht mehrheitlich. Das heißt, worum es Männern gehen könnte, ist Männerbünde oder zumindest männerbündisch organisierte Gruppen, die sich bewusst oder unbewusst organisieren, das ist gar nicht so wichtig, zu entfernen, um selbst mehr in der Lage sein zu können, sich zu entfalten, an unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft zu partizipieren, eine gesündere Selbstwahrnehmung, wenn man so will, zu haben, auch eine gesündere Fremdwahrnehmung, auch die Wahrnehmung von Männern gegenüber Frauen, Familien, anderen Männern ist ja oft aufgrund des eigenen Männerbilds korrumpiert. All das spielt eine Rolle. Und ich würde, um ehrlich zu sein, auch Männern, die sich fragen, wie soll ich mich nur motivieren, ans Herz legen, ihre Position in Relation zu setzen, in Relation zu anderen. Wie will ich leben? Was für Beziehungen möchte ich pflegen? Wie möchte ich mich in der Welt, wie möchte ich meine Biografie etc. verstehen? Was möchte ich leben können? Was möchte ich aber auch, dass die Frauen, Mädchen, Mütter, anderen Männer um mich herum etc. für Beziehungen und was für eine Welt vorfinden sollen. Und wenn man zu dem Schluss kommt, dass das eben keine patriarchal beschädigte Welt sein soll, dann ist es wohl im Interesse der überwiegenden Mehrheit aller Männer, sich für Gleichstellung zu engagieren, denn es betrifft auch ihre eigenen Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Und 15% oder 20% mehr Einkommen, wenn wir Gender Pay Gap hernehmen, lohnt nicht diese anderen Kosten, die sozusagen gezahlt werden müssen, um das Patriarchat aufrechtzuerhalten. Vielen, vielen Dank, Christian. Da waren sehr, sehr wichtige Punkte dabei. Und ich kann es absolut unterschreiben, dass eben dieses Aufbrechen von Rollenklischees, von Rollenmustern, dass das ja auch eben, genau wie du gesagt hast, ein Befreiungsschlag für die Männer ja eben auch sein kann. Also eben ein weiteres Spektrum zu haben, nicht in diese Ernährerrolle hineingezwängt zu werden, sondern freier entscheiden zu können, wie man seine Definition von Männlichkeit ausleben möchte und das eine ganz, ganz große Bereicherung sein soll. Trotz allem beobachten wir eben, dass diese Sichtweise noch super selten existiert. Also es ist wirklich eine Minderheit von Männern, die sich intensiv mit diesen Themen beschäftigen und die eben erkennen, dass diese feministische Denkweise nicht einfach nur ein Frauenthema ist und die sollen da mal unter sich bleiben und sich da verausgaben, sondern dass es gleichermaßen eben auch ein Männerthema ist. Und Kao, was glaubst denn du, was ist denn der Grund dafür, dass das so wenig zu den Männern durchdringt, auch was das für einen Vorteil für sie haben könnte? Vielleicht eine banale Antwort, weil es erst, also wirklich initial sie direkt erstmal nicht betrifft. Das ist nicht unbedingt, dass sie böswillig sind oder ähnliches im ersten Moment, sondern es betrifft sie initial erstmal gar nicht. Das ist einfach zutiefst menschlich. Wenn mich etwas zum ersten Mal initial nicht betrifft, kümmere ich mich erstmal nicht darum. Kann man auch auf andere
Themen auch spiegeln, ob das jetzt Bekämpfung von Armut, Bekämpfung des Klimawandels und so weiter und so fort ist. Wenn ich intrinsisch für diese Themen mich interessiere, dann beschäftige ich mich damit initial erstmal. Aber wenn es mich direkt nicht betrifft, ist es nicht auf meinem Schirm. So. Deswegen, ich sag mal, ich hab auch für mich persönlich, ist meine Motivation, ich hab so drei so Schichten, eine persönliche natürlich, eine gesellschaftlich-kulturelle und auch eine, ich sag mal, eine ökonomisch-rationale. Und wenn ich eine ökonomisch-rationale erstmal schaue, das ist für mich die einfachste, dann ist es für mich einfach so, diverse Teams sind einfach erfolgreicher. Das haben auch schon genügend Studien bewiesen, da kann Christian bestimmt mehr dazu erzählen. Das ist einfach Fakt, dass diverse Teams einfach erfolgreicher sind, also gerade Startups sind einfach erfolgreicher. Und wenn ich jetzt auf die gesellschaftlich, auf die soziale Ebene springe, ich persönlich komme ja auch aus einem anderen Kulturkreis ursprünglich, ich bin zwar in Deutschland geboren, aber gerade meine Eltern, meine Verwandtschaft kommt aus Sri Lanka, indisch-tamilischer Hintergrund. Und dort war das noch vor 20 Jahren, es ist nicht so lange her, war das extrem patriarchisch alles. Also der Mann hatte das Sagen, er durfte auch arbeiten gehen, die Frau nicht. Und Frauen wurden dann auch einfach verheiratet. Das waren dann irgendwelche Familienbündnisse. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und das hat sich erst in den letzten 20 Jahren so gewandelt. Und ohne die Männer hätte das gar nicht funktioniert. Also zum Beispiel für meinen Vater zum Beispiel war das absolut normal, dass zum Beispiel meine Mutter irgendwann angefangen hat, arbeiten zu gehen hier in Deutschland. Dass meine Schwester studieren gehen wollte und jetzt arbeitet, absolut und ihr eigenes Leben führt. Ich kenne aber auch aus unserem Kulturkreis noch diese alten Denkweisen, wo das immer noch so ist. Aber für mich ist es einfach auch durch den Generationswechsel, wo auch die Männer einfach sich aktiv dafür eingesetzt haben, dass eben Frauen nicht einfach nur als ein Geschlecht zweiten Ranges gesehen werden, sondern eben aktiv in die Gesellschaft integriert werden. Wie das zustande kam, das ist natürlich alles super punktuell. Also in jeder Familie war das dann irgendein Thema und man kann nicht sagen, das war eine übergeordnete Organisation, wo das eine Bewegung war oder sowas, sondern das hat sich durch die Vernetzung, durch die Globalisierung, hat man gesehen, das funktioniert anderswo ja auch, warum denn nicht bei uns? Und das kam punktuell überall so auf, bis es dann in der gesamten tamilischen Gesellschaft oder indischen Gesellschaft auch ein Thema war. In Indien ist es immer noch nicht so der Fall, aber das nur, also wenn ich so die Parallelen jetzt auch nach Deutschland ziehe, kann ich sagen, dass ich eben da sehe, dass es ohne den Mann eben nicht funktioniert hätte. Und für mich als persönliche Motivation natürlich, ich will natürlich auch, wenn ich später mal Töchter haben sollte, will ich nicht, dass meine Töchter benachteiligt sind gegenüber irgendwelchen anderen Jungs, die dann das Gleiche studieren und dann in die gleiche Position kommen und dann bevorzugt werden oder mehr verdienen oder sowas. Ich will natürlich, dass meine Tochter auch erfolgreich ist und einfach ihren Weg gehen kann. Das ist natürlich für mich auch eine persönliche Motivation, zu sagen, okay, ich will natürlich auch beitragen in der Gesellschaft, dass das auch möglich ist. Aber wie man zu diesen Männern durchdringt, dass die Männer sich dafür aktiv einsetzen, ich glaube, das geht wirklich nur durch so viel Kommunikation wie möglich auch untereinander. Auch, dass man die Männer mit einbezieht in diese Prozesse, in diese ganzen Diskussionen. Und ich sage mal so, wenn in meinem Freundeskreis zum Beispiel kenne ich niemanden, der jetzt sagen würde, eine Frau sollte weniger verdienen, aus XY Gründen oder ähnliches. Kenne ich niemanden. Aber diese Männer müsste man natürlich auch rausholen aus ihrem Alltag und auch für sich sprechen lassen. Und zwar nicht nur jetzt in solchen Formaten, wie wir das jetzt machen, sondern auch in den Schulen, in den einzelnen Institutionen, in den Vereinen. In den ganzen Institutionen, wo die Gesellschaft, wo das Leben sich abspielt. Und da muss einfach, meiner Meinung nach, muss sich irgendjemand sich dafür berufen fühlen, all diese Männer mit reinzuholen, dann auch die ganzen Frauen mit reinzuholen und zu sagen, hey, wir schaffen hier eine Institution, die für alle offen ist und wo jeder die gleichen Chancen hat. Danke, Karl. Ich glaube,
Das ist was man häufig sieht. Also ich würde dir beipflichten und würde sagen, die meisten Männer sagen nicht, eine Frau sollte weniger verdienen oder eine Frau soll sich komplett um den Haushalt kümmern. Ich glaube, der Knackpunkt ist oft aber dann auch ins Tun zu kommen und nicht nur irgendeinen LinkedIn-Beitrag zu liken, wo es darum geht, zu sagen, wir brauchen mehr Gründerinnen beispielsweise in der Startup-Szene, sondern dann tatsächlich auch ins Tun zu kommen und aktiv zu werden. Und ich habe mir in der Vorbereitung auch heute Abend unter anderem den Global Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums angeschaut, habe mal geschaut, wie sieht es aus mit Deutschland und Österreich, wo sind wir verortet, und gerade wenn es um die wirtschaftliche Teilhabe geht, ist von 156 Staaten, die verglichen wurden, Deutschland auf Platz 62 und Österreich auf Platz 88. Das sieht also relativ düster aus. Er sagt auch, dass beispielsweise in Senior Management und Entscheiderinnenpositionen nur 29% Frauen eben sitzen. Und wenn wir uns diese Zahlen vor Augen halten, dann habe ich mir die Frage gestellt, also was muss ich tun, wenn ich in einer Führungsposition bin? Was muss ich bedenken? Was sollte ich lernen? Wie sollte ich mich vorbereiten, wenn ich mich wirklich ernsthaft für Diversity und Inclusion einsetzen will in meinem Unternehmen oder in meinem Startup oder in meinem Startup-Inkubator oder Accelerator? Was würdet ihr sagen, Julia? Also ich kann ja vielleicht einmal sagen, was ich so als theoretisches Gedankenmodell bevorzugen würde und was wir in der Praxis in der Villa umgesetzt haben. Das eine ist, ich glaube, was unerlässlich ist, dass man sich erst nochmal bewusst macht, was für ein Menschenbild habe ich persönlich eigentlich und wie gehe ich an andere Menschen heran. Frei von Geschlecht, frei von sozialem Status, wie auch immer, sondern wirklich runtergebrochen auf so das nackte Menschenbild. Habe ich dann ein positives Menschenbild oder habe ich ein negatives Menschenbild? Also wenn ich jemandem begegne, gehe ich erstmal davon aus, der ist positiv, seine Handlungen werden einen Grund haben, er will mir nichts Böses oder sie will mir nichts Böses, sondern es gibt für alles einen Grund und das kann ich zumindest im ersten Moment erstmal auch als solches wahrnehmen. Und ich glaube, ein positives Menschenbild ist unerlässlich für Diversität und Veränderung, weil es immer voraussetzt, dass ich im Kern an einen guten Menschen glauben kann und möchte. So. Und dann gehört eben ganz viel dazu, sich selber zurückzunehmen und auch ehrlich gesagt demütig zu sein und sich auch immer wieder klarzumachen, in welchen Rahmenbedingungen und Handlungskontexten ist eigentlich mein Gegenüber und wie kommt es jetzt dazu, dass Handlungen in dieser Art vollzogen werden. Und dann gehört für mich da als Führungskraft auch dazu, mir anzuschauen, wie sind die Rahmenbedingungen für, zum Beispiel für eine Frau und für einen Mann? Wie sind die Rahmenbedingungen für jemanden mit wenig Einkommen? Ich hatte letztens eine Diskussion, die habe ich dann ehrlich gesagt abgebrochen, ja, weil es war so eine, wieder typische Alle-können-gründen-Diskussion. Man muss nur zum Notar gehen, man muss nur die UG gründen, da braucht man kein Stammkapital, da reichen ein paar tausend Euro. Und ich sitze dann da und denke mir so, ja, okay, aber also können wir uns mal angucken, wer in Deutschland auch mal eben 1.000 Euro hat, mal eben das Geld hat, um den Notar, die Notarin zu bezahlen. Und da sind wir halt irgendwie sehr schnell in so auch privilegierten Ansichten wieder, was wir von anderen erwarten, was die eigentlich können sollen müssen. So. Und ich glaube, davon muss man sich erstmal wieder freimachen und das auch wieder so ein bisschen verlernen, dieses Schubladen- und Kategorien-Denken. Und dann ist es so, dass wir bei der Venture Villa, also wir sind ein Accelerator für Software- und Web-Technology-Startups, und wir hatten natürlich auch einen hohen Male-Anteil bei uns in den Teams. Und wir haben das dadurch verändert bekommen, dass wir uns selber die Mission gegeben haben, dass wir ein safer Space sein wollen. Damit geht einher, dass wir auch da wieder sehr demütig sind im Sinne von, wir sind eine lernende Organisation, wir machen nach wie vor Fehler in dem, wie wir anderen Menschen begegnen, und sei es nur, dass wir unsere Formulare falsch gestalten, ja. Aber tatsächlich dieses, sich bewusst zu machen, dass wir ein sicherer Raum sein wollen für Menschen,
hat dazu beigetragen, dass wir nur noch ein einziges All-Male-Team haben und wir haben im Moment 12 Teams bei uns im Accelerator. Und wir haben nichts am Fokus geändert, wir haben nichts am Marketing geändert, also dass wir gesagt haben, wir nehmen andere Kanäle oder was weiß ich nicht, sondern wir haben einfach nur unsere Positionierung geändert und uns nochmal mit dem Kernproblem beschäftigt, was aus unserer Sicht das Thema Sicherheit ist in all ihren Facetten. Wir sind jetzt gerade dabei, dass wir merken, wir müssen für unsere MentorInnen dringend eine Handreichung irgendwie fertig machen, weil die sind jetzt extrem verunsichert. Ja? Also weil wir eben auch sagen, Feedback und Kritik soll bitte sofort geäußert werden, wenn sich jemand verletzt fühlt in seinem Sicherheitsgefühl so. Woraufhin jetzt das sich alles ein bisschen umdreht, ja. Also so die üblichen Machtasymmetrien drehen sich um. Dadurch, dass wir halt durch dieses direkte Feedback und Kritik äußern, ist erwünscht, damit wir lernen, umgedreht ist. Weshalb wir jetzt dazu übergehen, eben diese Handreichung zu entwickeln, um unseren MentorInnen so eine Sicherheit wieder zurückzugeben, wie sie eigentlich agieren und sich wohlfühlen können. So, und dann gibt es so ganz viele Diskussionen ja immer, wir brauchen mehr Kapital und mehr Geld für alle außer dem üblichen Gründungsbild. Und das stimmt zu einem bestimmten Teil. Also klar, ohne Geld geht es nicht, ohne Kapital geht es nicht. Aber ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, ist eben dieses Sicherheitsempfinden und das Vertrauen. Also dass tatsächlich da die Menschen, die auf einen zukommen, das Gefühl haben und das auch nicht verletzt wird, dass sie vertrauen können, dass sie da in einem sicheren Bereich sich bewegen. So, und ja, genau, das war jetzt recht lang, aber ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine. Aber mich würde trotzdem nochmal interessieren, einfach weil wir beim Zollhof ja auch ein Inkubator sind, deswegen bin ich da besonders neugierig. Du sagst, ihr habt an eurer Ausrichtung prinzipiell nichts geändert. Aber wie habt ihr diese Sicherheit oder das Investment in Sicherheit, den Fokus darauf nach außen transportiert? Also wie ist das für die Bewerberinnen sichtbar geworden? Also zum einen natürlich durch die Positionierung schon allein deshalb, ich bin, glaube ich, soweit ich das nachvollziehen kann, eine der wenigen Frauen als wirklich Geschäftsführerin eines Accelerators. Also ganz oft hat man das irgendwie so Head of Program oder so, ist eine Frau, aber wirklich auch die haftungsrechtliche Verantwortung eher selten, so würde ich das mal formulieren. Dann, dass ich mich ganz klar zu diesen Themen auch bekenne, das zahlt da natürlich mit drauf ein. Es ist auch, dass wir einzelne Gespräche gesucht haben im Vorfeld. Wir haben aber zum Beispiel auch auf unserer Webseite den Unterpunkt Werte und Mission jetzt einfach mit draufgeschrieben. Also das kann man alles nachlesen. Und dadurch werden wir auch so ein bisschen accountable gehalten. Also man kann uns quasi immer wieder daran messen und sagen, so hier, das habt ihr euch auf die Fahne geschrieben. Wie kann das sein, dass ihr euch anders verhaltet zum Beispiel? Ja, also diese Transparenz und Offenheit nach außen hinsichtlich unserer Positionierung, die uns ja einerseits wieder verletzbar macht, gibt den anderen aber Sicherheit. So, und also kleines Beispiel, wo wir ja auch merken, wir müssen auf jeden Fall auch selber noch viel lernen, ist, in unserem Bewerbungsformular hatten wir die Variante drin, dass wir einfach gesagt haben, schreibt uns bitte rein, wie wir euch ansprechen sollen. So, und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch eure Pronomen dazu schreiben. Das fanden wir, da fanden wir uns schon richtig Vogue, ja, fanden wir super. Und uns ist das dann auch übergegangen. Wir haben auch tatsächlich jetzt non-binary Personen mit im Badge. Und irgendwann kam dann die Rückmeldung so, hey, das ist alles super, aber wäre doch schon irgendwie cool, wenn bei Veranstaltungen jedes Mal dann auch die Möglichkeit gegeben ist, dass sich alle nochmal vorstellen und das äußern können, wenn sie das möchten. Oder eben bei ihrem Namen in Klammern dahinter ihre Pronomen angeben. Ja? Und da ist es uns halt schon wieder komplett durchgerutscht. Einfach, weil wir auch schon wieder einen Schritt weiter waren als zum Beispiel unsere MentorInnen. Ja, und also es ist so, es ist nichts Sicheres im Sinne von, wir haben jetzt einmal diesen Safer Space geschaffen, sondern es ist etwas sehr Fluides, etwas sehr Zerbrechliches auch noch so. Und es erfordert echt viel Arbeit und Aufwand, ist es aber wert. Also es macht einfach so viel Spaß,
Super, danke, Julia. Christian, was glaubst du denn, wie können wir Diversität und Vielfalt tatsächlich als Grundpfeiler von guter Führung etablieren? Weil aktuell sehe ich das immer so, Diversity ist in vielen Unternehmen so nice to have. Also machen wir mal mit. Oder das macht dann eine Person, HR oder People and Culture, wie auch immer es heißt. Und dann gibt es so Initiativen, aber halt keine nachhaltigen Ansatz. Wie können wir das ändern? Wie muss das aussehen aus deiner Sicht und auch aus deiner Erfahrung heraus? Ja, vielleicht eingangs wieder wie vorhin möchte ich, was Julia gesagt hat, alles unterstreichen. Das ist sozusagen äußerst reflektiert und ich finde auch weit fortgeschritten. Das ist, würde ich sagen, kennzeichnet eine Organisation mit hoher Sensibilität und auch mit viel Veränderungswillen und Fähigkeit. Also alle Achtung, ist auf jeden Fall ein Good Practice. Vor allem hat mir gut gefallen, dass ihr auch diese Idealbilder dekonstruiert habt, euch eure Prozesse angeschaut habt und vor allem nicht denkt, das sei abgeschlossen, sondern es ist immer wieder eine Frage des Tuns, also Doing Gender, wenn man so will, auch als Organisationskompetenz und zwar gleichstellungsorientiert. Und die Frage an Julia war eingangs, was kann man als Führungskraft tun? Und ich weiß, ich habe jetzt eine etwas andere bekommen und ich würde dennoch gerne im Lichte dessen, was sie gesagt hat, nochmal betonen, wie wichtig es ist, dass man eben nicht der HR-Verantwortlichen oder der Führungskraft auf mittlerem Management-Ebene zuweist, dafür organisationsweit Verantwortung zu tragen. Es ist eine Top-Management-Frage. Es ist eine Frage, die muss durch das Commitment der Geschäftsführung, die haftungsrechtlich verantwortlich ist, getragen werden. Es muss sozusagen von oben nach unten getragen werden. Und das heißt nicht, dass es nicht Initiativen von unten oder zentral, dezentral geben kann, unbedingt, aber es braucht dieses Backing. Es braucht dieses Commitment, dass Gleichstellung ein organisationaler Wert ist, der mit Leben gefüllt werden soll. Und neben diesem Commitment denke ich, es braucht auch Zielsetzungen. Und das ist jetzt die Frage, die du mir gegeben hast, auf die ich gerne antworten würde. Es geht nicht, dass man sich unverbindliche Ziele setzt, denn die sind sehr leicht nicht zu erreichen. Wichtig ist wirklich eine verbindliche Zielsetzung, wie viele Personen welcher Geschlechtsangehörigkeit auch immer in einer Ebene, in der Ungleichverteilung festgestellt worden ist oder in einem Themenbereich oder in einem Einkommensbereich möchte man bis zu welchem Zeitpunkt, nachdem sich eine Organisation eben auch entsprechend reproduziert, vor allem wenn das ansteht oder vergrößert oder restrukturiert, verändern. Verbindliche Zielsetzungen, das heißt im Bereich Gender nicht zuletzt auch Quoten. Und es geht darum, Idealbilder in Frage zu stellen und es geht darum, Zeitmodelle, den Begriff von Erfolg, den Begriff von Elternschaft und damit die interne Familienpolitik zu analysieren, entweder hausintern oder man holt sich Hilfe, denn das ist oft etwas, das lässt sich im Alltag schlecht bewältigen. Aber es kann bewältigt werden, wenn es eine Querschnittsmaterie ist, die auch so verankert ist. Das heißt, die eine HR-Verantwortliche wird das nicht organisationsweit machen können. Das ist ein wichtiger Hinweis. Und entsprechende Verkopplung von laufenden oder neuen Prozessen mit Gender Equality als Prinzip. Das heißt, auch jeder Prozess von Recruiting bis zu dem hoffentlich nicht nur einmal jährlich stattfindenden MitarbeiterInnen-Gespräch soll entsprechend auch die Überlegung Gender Equality oder Gleichstellung beinhalten. Das wäre nachhaltig, aber das heißt auch, dass man permanent dranbleiben muss, denn all das ist nie abgeschlossen. Es braucht Rekonfiguration, es braucht sehr viel Diskussion. Ein Leitspruch meiner Kollegin, mit der ich oft Organisationsanalysen durchführe und die ich auch hochschätze, Marita Haas, ist Get Gender on the Agenda. Also Geschlechterfragen, Fragen von Gleichstellung, auch Fragen, die vielleicht mit dem Geschlecht zu tun haben, in Meetings, in
Versammlungen, in Diskussionsräumen, die geschaffen werden, aktiv thematisieren. Das ist, denke ich, auch etwas sehr Wichtiges. Es ist ein Thema, das leider aufgrund der Annahme, wir seien schon sehr weit, sehr modern, sehr modernisiert, ganz schwer bearbeitbar ist, weil wir es nicht als Problem wahrnehmen, weil wir es zu selten auf der Agenda haben. Also das ist auch in den Mikropraktiken im Doing sehr wichtig, Gender auf die Agenda zu kriegen. Danke, danke dir, Christian, absolut. Ich bin ganz bei dir und ich, wir haben ja schon über die zahlenmäßige Repräsentanz von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Perspektiven gesprochen und ich merke das natürlich auch bei uns. Also ich freue mich wahnsinnig, dass aktuell in unserem Badge immerhin 5 von 11 Startups eine Female Founderin dabei haben und gleichzeitig denke ich mir immer, okay, das ist natürlich ein Schritt und ein sehr wichtiger Schritt, erstmal diese zahlenmäßige Repräsentanz und dieses Gleichgewicht herzustellen. Aber was mache ich dann im Unternehmen, wenn ich diese Menschen da habe? Also wie kann ich beispielsweise im täglichen Doing sicherstellen, dass, ich glaube, so ein Klassiker in Meetings, es gibt immer diejenigen, die sind super extrovertiert und die könnten dir irgendwie einen Monolog halten eine Stunde lang und andere haben sicherlich genauso wichtige Perspektiven und Ideen beizutragen, sind aber eher introvertiert und trauen sich nicht. Wie kann es beispielsweise dann sicher gehen, dass sich Introvertierte genauso gehört fühlen oder dass Menschen mit unterschiedlichen Motivationen unterschiedlich auch angenommen werden, wie sie kommen? Weil letztlich wird es auch beispielsweise nicht helfen, wenn wir ganz viele Gründerinnen haben auf einmal, aber die von den männlichen Kapitalgebern immer noch kein Kapital bekommen. So. Also man muss dann auch im Doing qualitativ ja was ändern. Wie können wir das angehen, Kau? Was sagst du dazu? Das ist jetzt eine vielschichtige Frage. Darfst du aussuchen, auf welche Schicht du antworten möchtest? Ja, ich versuche es mal aus der Praxis heraus zu antworten, auch bei uns, bei Smart City System oder auch damals bei Future Inc. Also gerade also wenn wir auf deinen ersten Teil deiner Frage, diese Unterrepräsentanz von Frauen eingeht. Ich habe zum Beispiel bei jedem Treffen, damals hatten wir wöchentliche Treffen mit unserem Featuring-Team, habe ich immer am Anfang gleich erwähnt, schon wieder nur Männer hier. Dass es immer wieder ins Bewusstsein kommt. Da können meine damaligen Teammitglieder, vielleicht sind hier ein paar davon hier auch im Chat, können das bestätigen. Ich habe das jedes Treffen habe ich das einfach einmal droppen lassen. Auch bei Smart City System. Habe ich das auch immer wieder droppen lassen. Hey, schon wieder eine Männerrunde. Das ist einfach, dass einfach jedem das bewusst wird, was das, warum, dass es einfach da ist, dass nur Männer da sind. Ein anderer Teil, was du jetzt ansprichst, ist ja zum Beispiel, dass introvertierte Menschen auch dazu ermutigen oder auch die Möglichkeit geben, dass sie sich einbringen können. Ich merke das auch bei mir im Team vor allem, in unserem Team to Fixes oder auch bei mir in den einen Subteam to Fixes. Da sieht man schnell, wer extrovertiert, wer introvertiert ist. Und die Extrovertierten sind natürlich immer dabei, die auch die Ideen auch gerne mitteilen und auch sich in Diskussionen beteiligen. Wenn ich sowas moderiere, versuche ich dann natürlich, die introvertierteren, eher introvertierten Teammitglieder dann mit einzubeziehen, aktiv in die Gespräche mit einzubeziehen. Wir hatten auch erst vor kurzem, hatten wir auch intern bei uns die Idee, ob wir zum Beispiel, wir haben jede Woche haben wir einen ganzheitlichen Team-Fix, wo alle Teammitglieder zusammenkommen, natürlich jetzt online über Teams, und wo wir über die aktuellen Themen jeweiligen Teams besprechen. Da stellt kurz der Teamleiter die aktuellen Themen vor. Und moderieren tut es eigentlich immer nur einer. Bei uns der Geschäftsführer oder alternativ macht das dann ich. Und hatten wir auch die Idee, lass das doch einfach mal zufällig mal auswählen. Einfach mal zufällig, dass das jemand anderes mal moderieren muss und durch die Themen führen muss. Gleichzeitig hatten wir aber, und das fand ich auch berechtigt, auch dann den Einwand,
möchten das teilweise Personen, die introvertiert sind, tatsächlich so auf dem Silbertablett plötzlich vom Team stehen und so sprechen. Vielleicht möchten sie gar nicht unbedingt in diese Situation hereingedrängt werden. Das heißt, man muss es ja schaffen, irgendwie eine Art Freiwilligkeit mit einzubeziehen und gleichzeitig diesen Personen, die Sorgen zu eine sichere, wie Julia es vorhin gesagt hat, einen Ort zu geben, wo sie sicher sein können und wo sie auch wissen, okay, im Team werden sie auch gehört. Das ist, also ich finde es extrem schwierig. Es ist ein extrem schwieriges Thema für mich, weil das natürlich auch mit Leadership einhergeht, um Team-Heterogenität, um Innovation natürlich auch. Wir haben zum Beispiel jeden Dienstag 16 Uhr eine Innovationsrunde bei uns, da kann jeder freiwillig mitmachen und jeder kann seine Ideen vorbringen. Und da versuchen wir auch immer, auch alle zu motivieren, dass sie auch ihre Themen vortragen können. Natürlich vor allem diejenigen, die jetzt zum Beispiel gerade durch Corona, wo wir uns alle nicht sehen, vielleicht vom Backend-Team, die dann in ihren Zimmer hocken, gar nicht ins Büro kommen und die ganzen Ideen vor sich hincoden oder programmieren und entwickeln, man sie aber gar nicht mehr sieht. Und dass sie mal vielleicht auch reinkommen und dann ihre Ideen präsentieren und sagen, hey Leute, habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht oder hierüber nachgedacht? Und ist extrem schwierig. Und ich habe da ehrlich gesagt auch kein Rezept zu sagen, okay, das funktioniert. Für mich, war das immer das A und O. Das habe ich schon früh gemerkt, eigentlich Kommunikation, aktiv kommunizieren. Ich bin halt in dieser Leadership-Rolle als Head of BizDev bei James Mobility damals im anderen Startup als Geschäftsführer. Und da habe ich immer versucht, so viel wie möglich mit diesen Leuten auch zu kommunizieren, mit allen Teammitgliedern zu kommunizieren und auch in einem Off-Topic-Gespräch herauszufinden, okay, was bewegt sie, was motiviert sie und in diesen Themen dann auch versuchen, die Leute dann auch in das Unternehmen einzubringen. Das müsste nicht unbedingt mit dem Produkt zu tun haben, also keine Ahnung, das kann ja was ganz anderes sein. Beispielsweise einer bei uns im Team, der kümmert sich komplett um unsere Pflanzen in unserem Büro zum Beispiel. Der hat da so einen grünen Daumen und das ist sein Thema, das darf er voll umsetzen. Er ist allerdings eine sehr extrovertierte Person, aber das könnte auch eine introvertierte Person sein, die dadurch einen Beitrag leistet und somit auch eine Wertschätzung vom Team erfährt. Und ja, ist ein vielschichtiges Thema, deswegen fällt mir jetzt nicht leicht, eine einfache Antwort zu geben. Aber Julia, du hast die Hand gehoben. Du magst gerne noch was dazu sagen, richtig? Ja, voll gut, weil also ich finde auch, was Kau jetzt wieder gesagt hat, ist ja so, wieso müssen die Introverts mehr sprechen? Also warum müssen wir die in den Mittelpunkt ziehen? Ja? Also was ist da unser Bedürfnis hinter, dass wir das tun wollen? So, und ich glaube, das Bedürfnis dahinter ist, dass unser Gefühl ist, die brauchen mehr Teilhabe oder wir wollen mehr Teilhabe von denen haben. Und unser Messwerkzeug dafür ist gesprochenes Wort irgendwie, ja. Und meine Erfahrung ist eigentlich, und das ist so mein zweiter Schlüssel neben Sicherheit, Asynchronität in allem. Also sobald ich Asynchronität ermögliche in Kommunikation, in Teilhabe, in Informationsweitergabe, bekomme ich eine andere Art von Teilhabe und kann sie auch ganz anders monitoren als Führungskraft, ja. Weil ich mich dann wirklich mit inhaltlichen Sachen auseinandersetzen kann und nicht darauf achte, beziehungsweise mein eigener Bias irgendwie mit reinkommt und ich mir so denke, okay, wer hat denn heute irgendwie am meisten geredet? Ja, weil dazu gibt es ja auch sehr viele Studien, dass eben diejenigen, die viel reden, als diejenigen wahrgenommen werden, die irgendwie auch was zu sagen haben und wertvoll sind. Und da auch wieder mir selbst als Führungskraft die Möglichkeit von Reflexion zu erlauben und zu sagen, so wenn ich da in die Asynchronität gehe, kann auch ich das viel besser monitoren und viel besser reflektieren und komme vielleicht eher zu dem Kern dessen, was das Relevante eigentlich ist an dem, was passiert. Und genau, das war mir total wichtig, auch da wieder so wegzukommen von dem Fixing the Introverts, sondern wieder nachzufragen, so, okay, warum wollen wir das? Ja, also was ist unser Bestreben und was könnte dafür eigentlich der sinnhaftere Lösungsweg sein?
Absolut. Also da muss ich auch gerade ganz viel an den Podcast, den ich gerade so gerne höre, den Drinnies-Podcast denken. Und deswegen kann ich mich nur dafür einsetzen, lasst die Introvertierten introvertiert sein. Ja, ich würde an dieser Stelle ganz gerne mal unsere Runde auch für unser tolles Publikum öffnen und mal fragen, ob denn hier jemand eine Frage hat an unsere SpeakerInnen. Ihr könnt die Frage entweder gerne in den Chat schreiben oder ihr schaltet euch jetzt einfach dazu und sagt die Frage. Okay, wenn keine. Dort würde ich mich mal kurz dazu schalten. Und zwar seid ihr ja nicht umsonst unsere lieben Speaker. Erstmal vielen Dank, es war super interessant, was ihr jetzt schon alles gesagt habt. Mich würde es interessieren, wo ihr, das ist immer so die klassische Frage, aber ich finde sie auch super interessant. Habt ihr ein Beispiel, eine Situation, in der ihr seid jetzt vielleicht nicht die introvertiertesten Menschen, aber in der ihr so konfrontiert wurdet? Sei es auch in Bezug auf ein anderes Thema, das ihr angesprochen habt, wo ihr euch wirklich gedacht habt, oh Gott, ist das jetzt wirklich wahr? Also so ein richtig negatives Beispiel, das gegen alles das spricht, was wir hier gerade quasi mit unserer Veranstaltung verändern wollen. Habt ihr da so ein einschneidendes Erlebnis? Auf jeden Fall. Sehr Schieß los, viele. Julia. Aber das, was wirklich auch mich selber am meisten schockiert hat, in seiner Vehemenz, war, ich war in einer Runde nur mit Männern und es ging um das Thema Startups und was sind eigentlich Startups. Es waren Vertreter von Startups da, es waren Vertreter aus dem Corporate-Bereich da. Und ich habe halt am Anfang gesagt, dass man bei Startups eben unterscheiden muss nach denen, die auf einen Exit fokussiert sind und entsprechend ihre Finanzierungsrunden planen und mit entsprechendem Selbstverständnis und Verständnis von Kapitalismus das Thema angehen. Und zwischen denen, die dieses Ziel eher zweitrangig verfolgen, weil man bei denen halt häufiger auch sieht, dass da eben schon Frauen im Startup sind. Daraufhin wurde mir mitgeteilt, sowohl von den Startups als auch den Corporates, dass ich wohl keine Ahnung habe, wovon ich spreche und dass keine weiteren Termine mit mir stattfinden, wenn ich nochmal als Expertin dabei bin. Und es ging sogar so weit, es gab eine andere Frau im Raum, die ich als externe Expertin mit dazugenommen hatte. Und die hat dann tatsächlich einen Tweet abgesetzt und meinte, es ist so unfassbar, dass die einzige Frau hier, die wirklich aus dem Bereich kommt, gerade als Nicht-Expertin definiert wird. Was die anwesenden Männer zum Anlass genommen haben, mal einen Screenshot von diesem Tweet zu machen und in einer Männer-WhatsApp-Gruppe zu verteilen und sich im Nachgang sowohl über alles, aber natürlich über mich und meine Unmöglichkeit echauffiert haben und bei Vorgesetzten sich beschwert haben. Das ist so die Spitze. Also es gibt da viele verschiedene andere Anekdoten, aber das ist so prägend. Prägen trifft es ganz gut. Also ich bin ja auch sprachlos, das ist ja unfassbar. Okay, danke dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Das ja, zeigt ganz gut, was für Ausmaße das einfach haben kann, wenn du schon mit deiner Expertise irgendwo eingeladen wirst und trotzdem degradiert wirst in dem Umfang. Also das ist ja schon fast Mobbing, das, was danach gekommen ist mit dem WhatsApp. Ja, aber danke schön, dass du uns das erzählt hast. Also die Steigerung vom guten alten Mansplaining haben wir ja nochmal. Ja, gibt es denn noch jemanden, der oder die gerne eine Frage stellen möchte? Okay, dann ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich würde dann gerne noch ein Thema kurz mit anschneiden, das, wie ich finde,
eigentlich unausweichlich ist in diesem ganzen Kontext. Und zwar geht es, wenn wir um die ganzen Strukturen, über die ganzen Strukturen reden, die es denn die den Gleichberechtigung ermöglichen, geht es, finde ich, auch unausweichlich um das Thema Care-Arbeit und wie denn unser Verständnis von der Sorgearbeit, also der Kindererziehung oder aber auch der Sorge um ältere Angehörige, wie denn unser Verständnis davon ist. Und gibt es ganz konkrete Möglichkeiten, wie denn Unternehmen ihre Strukturen aufbauen können, um quasi Care-Arbeit mitzudenken, mitzuhonorieren und dadurch eben mehr Gleichberechtigung auch zu ermöglichen? Also ich hoffe, die Frage ist nicht so kompliziert und jeder versteht, was ich damit meine. Also, dass man eben diese kostenlose Sorgearbeit, die ja häufig die Frauen tragen, dass man die mitdenkt, auch in seinen Unternehmensstrukturen und die Voraussetzungen damit dafür schafft, eine gleichberechtigte Kultur zu etablieren. Gerne Christian, wenn du dazu vielleicht was sagen könntest. Mich würde interessieren, was die anderen denken, da ich hier mich ein bisschen darauf zurückziehen möchte, dass ich finde, dass die Honorierung und bessere Bewertung und auch bessere Institutionalisierung und Anerkennung von Care-Arbeit eine politische ist, die auch auf einer politischen Ebene zu lösen ist und Unternehmen natürlich an Stellschrauben und gewisse Weichen stellen können. Allerdings die Möglichkeiten sind dann doch begrenzt. Und ich denke, natürlich, man kann mit sehr viel Commitment Elternschaft in einem Unternehmen thematisieren und man kann sozusagen den Vater, der länger als einen Monat oder zwei Monate Auszeit nimmt, unter Anführungszeichen, mit einer freiwilligen Geldleistung versehen, die über das gesetzliche Notwendige hinausgeht. Und man kann diese Person nicht als Ausnahme der Regel definieren, das wäre auch sehr wichtig, denn in der Regel sind das ja dann die besonderen jungen Väter, die tatsächlich drei Monate zu Hause bleiben. Also der Papa-Monat heißt das in Österreich, der gegenüber, also der sehr cool ist und der den unbenannten und unthematisierten Mama-Jahren gegenübersteht, die ja selbstverständlich sind und überhaupt nicht honoriert oder in der Weise positiv dargestellt werden. Man kann unternehmensintern natürlich kreative Karenzmodelle finden. Vor allem kann man aber einen Umgang mit dem Thema Zeit finden, das angemessen ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Da ist es, finde ich, auch ein bisschen vermessen, jetzt hier zu spezifisch zu werden, denn es variiert auch je nach Unternehmen, je nach Unternehmensgröße, auch Geschäftsfeld und Art der Tätigkeit. Also da finde ich es unprofessionell, zu spezifisch zu sein, weil das würde man eben passgenau entwickeln müssen. Allerdings, ja, ich denke, das ist eine politische Frage, die auf Unternehmensebene eben nur bedingt, der nur auf Unternehmensebene nur bedingt begegnet werden kann. Aber ein förderliches Umfeld zu schaffen, zu versuchen, in der internen Familienpolitik eine Selbstverständlichkeit herzustellen für Väter, die sich eine Auszeit nehmen, eine Auszeit unter Anführungszeichen, also die unbezahlte Arbeit, Erziehungshausarbeit, Pflegearbeit etc. nachgehen und nicht nur der Arbeit für die unter Anführungszeichen eigenen Kinder, sondern vielleicht auch ältere oder andere Personen im Umfeld, die Pflege nötig haben, die Zuwendungen nötig haben. All das ist sicher wichtig. Das sind kulturelle Bestandteile eines Unternehmens, an denen man arbeiten kann, auch prozessuale. Aber die politischen sind von der Politik zu lösen. Ja. Julia, hättest du da noch was hinzuzufügen, was dir noch dazu einfällt? Ich würde Christian ein wenig widersprechen, glaube ich. Um Ecken gedacht aber auch. Weil ich würde sagen, es hat schon auch von Firmenseite aus einiges damit zu tun, wie zum Beispiel Zeit, das hast du ja auch erwähnt, wertgeschätzt wird oder verstanden wird. Also was ich versuche bei uns zu etablieren ist, dass wir halt wirklich Veranstaltungen nur in Kernarbeitszeiten anbieten. Ja, also wir haben jetzt irgendwie die Planung für den Demo-Day, wo sich unsere Startups den InvestorInnen vorstellen, irgendwann im Juni. Wir machen das jetzt von 10 bis 13 Uhr. Das ist völlig untypisch. Ich bin auch gespannt, wie das ankommt. Aber ich glaube, es braucht so ein anderes Verständnis davon,
Das müssen keine Abendveranstaltungen sein. Und was bedeutet es, wenn ich das als Abendveranstaltung definiere? Es bedeutet, dass die, die die Care-Arbeit machen, nicht teilnehmen können. Und es ist egal, ob das Frau oder Mann ist. Ja? So. Und ich glaube schon, dass da Unternehmen auch nochmal in ihrem eigenen Kulturverständnis auf jeden Fall Impulse setzen können, auch gegenüber den Mitarbeitenden. Wie schätzen wir das eigentlich wert und nehmen wir das wahr? Ja, also das ist aus meiner Sicht schon etwas, was Unternehmen definitiv tun können. Ja, Christian, gerne nochmal, du hast dich zu Wort gemeldet. Ja, ich stimme eh zu und ich denke, ich war vermutlich zu freundlich gegenüber Unternehmen, denn natürlich gibt es hier massive Bedarfe und ich möchte vielleicht in einen Satz bemühen, der für Organisationsentwicklung oder Personalentwicklung oder interne Familienpolitik wichtig wäre: put your family first. Und wenn man sich das überlegt, dass man selbst familiär gebunden ist, dass man selbst soziale Verpflichtungen hat, die eine ausmachen, auch in der Leistungsfähigkeit, Innovationskraft, aber es gibt eben ein Umfeld, in dem man in dieser professionellen Rolle ist, dann wird man relativ schnell darauf kommen, dass vieles angepasst werden kann. Und ich finde, dieses Beispiel mit der Uhrzeit, an der eine solche Veranstaltung stattfindet, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre vor Corona gewesen Homeoffice oder Flying Office. Gerade Flying Office, etwas, das sehr wichtig wäre und breit etablierbar ist in vor allem Angestellten-Tätigkeiten, um Vereinbarkeit möglich zu machen. Aber was ich mit politischer Herausforderung meine, ist, Mehrfachbelastung zu reduzieren und zum Beispiel Sorge-Tätigkeiten in der Sozialversicherungsbiografie so zu werten, dass diese Jahre nicht als sehr schwache oder bei manchen Personen aufgrund der niedrigen Einkommensverhältnisse eigentlich sozialversicherungsrechtlich verlorene Jahre sind, weil das ist keineswegs aufzuholen, es sei denn, man macht irgendwann eine steile Karriere, ist aber nicht anzunehmen. Weil wir wissen, für Österreich gibt es eine Studie, die sagt, nach dem ersten Kind und nach der ersten Teilung der Arbeit, das heißt Reduktion auf Teilzeit oder Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis, ist auf 10 Jahre, selbst nach Wiedereinstieg und auch Wiederaufbau des Stundenkontingents, der Lohnunterschied etwa 50-51%. Das heißt, es ist sehr lange nicht glättbar. Und da muss es sozusagen Ausgleichsmaßnahmen geben, denn wir dürfen nicht vergessen, was an Care-Arbeit geleistet wird, sichert den Zusammenhalt, aber nicht nur, sondern vor allem das Fortbestehen der Gesellschaft. Das ist die Sorge um das Lebendige und es könnte kaum Wichtigeres geben. Also es gilt darum, den Wert politisch zu bemessen, den diese Arbeit hat. Ja. Es sichert das Fortbestehen der Gesellschaft und dann wiederum dadurch ja auch der Wirtschaft, was ja wiederum auch eine Wirtschaftsleistung dann ja im Endeffekt ist. Ne? Also du hast vollkommen recht mit deinem Eingangsstatement, dass du gesagt hast, es ist eigentlich die Hauptaufgabe der Politik. Trotz allem sind auch die Unternehmen hier nicht ganz ausgenommen und haben durchaus Handlungsspielraum, was sie da eben noch in ihrem Kosmos verändern können, verbessern können und die Umstände für alle Geschlechter verbessern können. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für diese wirklich sehr wertvollen Impulse, die ihr gesetzt habt in dem ganzen Gespräch. Es waren super viele spannende Anreize dabei, über die man sehr weiter nachdenken kann, denke ich. Ich möchte noch an alle Teilnehmenden sagen, dass es von diesem Talk auch ein Video gibt, das wir danach noch zur Verfügung stellen möchten. Und wir werden dann nochmal in der E-Mail, also der Zollhof wird nochmal in der E-Mail auf euch zukommen und dieses Recording mit euch teilen. Ich glaube, das könnte auch in dem Mittag ganz wertvoll sein, weil ja jetzt einige nicht reingekommen sind durch die technischen Probleme. Dann hat man da vielleicht nochmal die Möglichkeit, den Inhalt irgendwie auch zur Verfügung zu stellen. Und wir möchten euch auch von unseren Speakern und Speakerinnen oder Speakerin möchten wir euch auch noch verschiedene Inhalte zukommen lassen. Also wir haben sie gefragt, ob sie noch irgendwelche Quellen haben, irgendwelche spannenden Links oder so, die sie mit euch teilen wollen. Und die werden wir dann auch alle sammeln und in die E-Mail packen und euch zuschicken. Genau, das war es dann auf jeden Fall schon mal von meiner Seite. Ganz, ganz lieben Dank und ich fand es wirklich sehr spannend und bereichernd.
Auch von mir ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Da war so viel Wertvolles dabei. Ich habe mir Notizen gemacht. Und Christian hat uns ja schon Inhalte geteilt. Ich bin auch gespannt, ob Kao und Julia auch noch Quellen haben, die sie teilen können, weil die von Christian habe ich auf jeden Fall schon direkt angefangen zu verstehen. Die kann ich wärmstens empfehlen. Also haltet die Augen offen für diese E-Mail. Vielen Dank an alle Teilnehmenden, die dabei waren. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen, wie ich das konnte. Herzlichen Dank für eure Zeit und einen wunderschönen Abend. Schönen Abend euch allen. Vielen Dank an euch für die schöne Moderation und die sehr gute Vorbereitung. Die war auch sehr, wie soll ich sagen, wegbereitend für die gute Diskussion. Besten Dank. Herzlichen Dank. Ja.